Der letzte Redner in der Debatte. Wir haben ja viel vom bayerischen Löwen geredet. Jetzt kommt der Löwe aus dem Allgäu. Stefan Stracke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Präsidentin, vielen herzlichen Dank für das sehr schöne Intro. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist tatsächlich in einer hervorragenden Verfassung. Dazu trägt Bayern maßgeblich mit bei als Jobmotor und Stabilitätsanker in vielen Bereichen. Und wir haben weniger Arbeitslose, mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und deutlich über 630.000 offene Stellen. Und davon profitieren natürlich auch diejenigen, die sich auf dem Arbeitsmarkt schwer tun, ältere Menschen mit Behinderung, aber auch Langzeitarbeitslose. Aber sicherlich ist auch die Erkenntnis richtig, dass die Langzeitarbeitslose zu wenig von dieser Entwicklung profitieren. Dabei haben wir schon einiges auf den Weg gebracht in diesem Bereich, um dieses zu verbessern. Der Schlüssel liegt aber vor allem in einer persönlichen Beratung vor Ort und genau daran setzt der Gesetzesentwurf an. Und mit dem Gesetzentwurf wird das Leistungs- und Verfahrensrecht des SGB II und damit die Arbeit der Jobcenter deutlich vereinfacht. Unnötige Bescheide, Anrechnungsregeln, Verfahrenvereinfachung, all das darauf zielt hier dieser Gesetzesentwurf ab und ist eine zentrale Weichenstellung, die wir in diesem Bereich vornehmen. Und diese Erleichterungen sind in der Tat überfällig. Wir haben hier schon eine lange Debatte, auch Vorbereitung über eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe in diesen Bereichen. Und mich erstaunt ja, wie viele Vorschläge hier neuerdings dann auch von Seiten der Bundesländer nochmals auf den Tisch gekommen sind. Ich glaube, im Rahmen der anstehenden Debatte müssen wir uns hier auf das Wesentliche konzentrieren und uns nicht auf die kleinteiligen Vorschläge tatsächlich verzetteln. Ich bin da gespannt auf die entsprechende Sachverständigenanhörung, die wir in diesem Bereich vornehmen wollen. Interessant ist im Rahmen dieser Debatte, welche Vorschläge von Seiten der Opposition unterbreitet werden. Oftmals zielen diese dahingehend die Zielrichtung dieses Gesetzes zu sprengen und machen oftmals ein ganzes Sammelsurium. Aber entscheidend ist ja dann doch, wenn es um das Thema der Sanktionen geht, wenn die Linken fordern, man möchte eine sanktionsfreie Mindestsicherung haben und die Grünen positionieren sich damit, die Sanktionen doch auszusetzen, dann stellen wir dem entgegen, wir halten an Sanktionen fest, weil wir diese für richtig achten. Jeder hat Verantwortung. Verantwortung für sich, aber auch Verantwortung gegenüber denjenigen, die einem helfen und unterstützen. Und deshalb ist es nur fair, dass es keine Leistung ohne Gegenleistung gibt. Und für uns gilt der Gedanke des Fördern und Forderns. Und dass dieser Gedanke jetzt auch in der Koalition noch mal unterstrichen wird, zeigt das Ergebnis des Koalitionsausschusses, wo wir uns daraufhin verständigt haben, das Integrationsgesetz auf den Weg zu bringen. Und gerade unter dem Leitgedanken des Förderns und Forderns, das ist genau das Richtige. Und was wir nicht tun, sind zu lasche Sanktionen. Und deswegen haben wir uns dagegen versperrt. Wir versperren uns allerdings nicht gegen Vereinfachungen, was das Sanktionsrecht betrifft, etwa was Pauschalierungen oder andere angeht. Aber Sanktionen müssen weiter wirksam bleiben. Sie müssen weitere wirksame Anreize bieten, damit diejenigen, die mit den Jobcentern zu tun haben, mit denen auch kooperieren, aktiv nach Arbeit suchen und insgesamt auch rascher Arbeit aufnehmen. All dies ist in diesem Bereich unumstritten. Und wenn wir im Übrigen über bestehende Instrumente reden, die wir gemeinsam unter Umständen ausbauen wollen, dann muss allerdings dann auch ein anderes auch noch stimmen, nämlich dass wir die Mittelausstattung der Jobcenter entsprechend sicherstellen und diese dann auch fair auf alle Bundesländer verteilen. Denn es gilt, ohne Geld ist vieles nichts. Und deswegen geht es auch um die Verteilung der Eingliederungsmittel im SGB II. Dies tun wir, was den Bereich der Flüchtlinge angeht, dass wir hier dem Grundsatz folgen, das Geld soll dorthin fließen, wo auch die Arbeit tatsächlich anfällt. Da müssen wir noch genau hinschauen, wo diese Gelder tatsächlich und wo die Arbeit auch stattfindet. Und zum Zweiten
arbeiten, dass die Gelder auch dorthin fließen, wo auch die Langzeitarbeitslosen sind. Und wir haben in Teilen Deutschlands, in Bayerns die Situation, dass wir hier mit denjenigen zu tun haben, die verfestigt in der Langzeitarbeitslosigkeit sind, wo die Aufwendungen höher sind, damit wir ihnen auch gute Chancen geben können. Und deswegen müssen wir dies, was die Mittelausstattung angeht, nochmals verändern. Das werden wir auch im Rahmen der anstehenden Beratungen zu einem der Kernbestandteile machen. Ich freue mich auf diese und ich glaube, es gilt dazu, dass wir hier dieses Gesetz unter Umständen noch besser machen wollen. Die Vorlage ist ganz ordentlich. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Stracke.